Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Mia Cornelio, ich bin freiberufliche Lektorin und Autorin und auf diesem Kanal nehme ich euch mit in die Buchwelt und alles, was damit zu tun hat. Frankfurter Buchmesse, Leipziger Buchmesse, Buch Berlin, ganz, ganz viele Buchmessen in Deutschland. Große, kleine, es gibt ganz viele. Und ja, wenn euch das Thema Bücher interessiert, wart ihr wahrscheinlich auch schon mal auf der einen oder anderen Buchmesse. Ich war auch schon auf mehreren und kürzlich auch das erste Mal als Ausstellerin mit meinem Autorenduo MGC. Und Messen ist ja schon ein Thema, was uns Autoren beschäftigt. Und deswegen dachte ich, ich spreche einfach mal darüber, was meine Meinung zu Buchmessen sind, inwiefern ich denke, dass das was für Autoren bringt und ja, wie ich in Zukunft mit Buchmessen verfahren werde. Fangen wir einfach mal mit meiner Geschichte an. Meine allererste Buchmesse war die Frankfurter Buchmesse 2018. Da bin ich als Besucherin hingefahren und hatte da so Postkarten mit meinem Debüt damals, die ich unter sehr awkwarden Bedingungen verteilt habe. Und meine erste Erfahrung war so, ja, ist sehr groß. Also ich war samstags da, das ist der vollste Tag der Buchmesse. Und ja, es war schön, irgendwie mal so den Vibe mitzubekommen und ich habe da auch ein paar nette Leute kennengelernt, aber alles in allem habe ich mich da schnell gefragt, was soll ich da eigentlich? Weil ich war nicht da, um irgendwie Autoren zu besuchen oder mir Lesungen anzugucken, anzuhören oder mir Vorträge anzuhören oder zu Signierstunden zu gehen, sondern ich war einfach nur da, um mal da gewesen zu sein. Und ja, mir wurde da relativ schnell langweilig, würde ich mal sagen. Das nächste Mal auf der Buchmesse war ich in Leipzig 2019. Da habe ich am Stand mitgearbeitet vom Talaba Verlag. Da war ich ja damals auch angestellt als 450-Euro-Kraft, wo ich neben dem Studium lektoriert habe. Und dann bin ich da auch zur Messe mitgefahren und habe da am Stand mitgearbeitet. Das war wiederum sehr, sehr cool, weil man hatte ja was zu tun. Und man hat da auch coole Leute kennengelernt und hatte die Interaktion und hatte das ganze Messefeeling, aber man hatte eben etwas zu tun. Dann, 2020 kam ja Corona und dann haben die Buchmessen eine ganze Weile lang nicht stattgefunden. Und meine erste, letzte Buchmesse danach war Leipzig dieses Jahr, also 2023. Da bin ich mit meiner Co-Autorin Mel hingefahren und haben da einen kleinen Roadtrip nach Leipzig gemacht und wir haben uns die Messe angeschaut. Und es war jetzt so, Jahre später war es auch ein anderes Erlebnis, weil ich habe jetzt einen ganz anderen Punkt. Also ich bin jetzt selbstständig, ich habe meine eigenen Lektoren, die ich betreue, ich habe mein erfolgreiches Autorenpseudonym und deswegen war das so ein ganz anderer Vibe, weil ich kannte super viele Menschen da, weil die Buchbubble ist ein Dorf und es war super schön, sehr viele Menschen zu treffen und sich auch mit den Menschen da zu unterhalten. Also ich habe da viel mitgenommen. Wir hatten dann auch einen Termin mit unserer Druckerei, wo wir jetzt auch unsere Bücher drucken lassen. Also es war sehr wertvolle Erfahrung. Aber ich muss auch sagen, da kam auch irgendwann die Langeweile. Was machst du da, wenn du jetzt dich nicht mit irgendjemandem verabredet hast oder so? Also so als Besucher, ich als nicht buchverrückter Besucher. Also es klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, wenn ich sage, ich bin nicht buchverrückt, aber ich liebe ja Bücher und Bücher sind mein Job, aber ich bin kein Büchernerd, der sich 1000 Bücher zu Hause anschaut. Ich meine, ihr seht mein Bücherregal, das sind nur meine Belegexemplare von meinen Autoren und meinen eigenen Büchern. Sonst lese ich ja nur E-Books und ich bin da halt einfach nicht so, dass ich dann hingehe und Sachen kaufe und so. Deswegen war dann auch irgendwann so, ja, was mache ich denn jetzt hier? Dann, das neueste Ereignis war dann Ende September bzw. Anfang Oktober die Buch Berlin. Die Buch Berlin ist jetzt die drittgrößte Buchmesse Deutschlands, wobei ich dazu sagen muss, dass ich da ein bisschen enttäuscht war, weil ich von der drittgrößten Buchmesse Deutschlands ein bisschen mehr erwartet habe. Und es ist eher halt so eine Indie-Messe, also da sind viele Self-Publisher und auch Kleinverlage. Und ja, wir hatten da als Autorin und du einen Stand. Und haben da ja unsere Bücher verkauft. Also die Messe ging Samstag, Sonntag. Und ja, ich war auch dann das erste Mal auf der Buch Berlin dann da. Und das erste Mal als Aussteller. Und ja, das war sehr aufregend. Also da habe ich auch sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Auch viele Blogger getroffen, meine Autoren getroffen. Unser Wochenende lief auch super. Also wir haben sehr, sehr gut verkauft. Und ja, also es war eine sehr gute Erfahrung. Und ja, das ist so meine bisherige Messeerfahrung. Nächstes Jahr werden wir auf der Buchpassion in Köln sein und das uns mal angucken und ausprobieren. Und ja,
Ich habe mich natürlich dann da auch mit vielen Autoren unterhalten, also mit vielen Kollegen, wie lief es bei ihnen oder auch Erfahrungen aus den letzten Jahren und so. Und ja, es ist halt schon ein wichtiges Thema für Autoren, weil man auf Messen ein Publikum erreicht, das man unter normalen Umständen so nicht erreichen würde. Also wir haben sogar unsere Bücher, also wir schreiben ja Dark Romans, und wir haben sogar unsere Bücher an ältere Herren verkauft, und ich glaube kaum, dass so ein älterer Herr bei Amazon da unser E-Book irgendwie kaufen würde oder so. Also bei einigen habe ich auch einiges an Überzeugungsarbeit geleistet. Aber ja, der Punkt ist, man erreicht Menschen, die man normalerweise nicht erreichen würde. Und gerade, also es gibt ja auch super viele kleine Buchmessen in Deutschland, die kann ich ja gar nicht alle aufzählen. Und gerade diese lokalen Messen, Buch Berlin ist ja auch eine lokale Messe, wo viele Berliner halt hinfahren. Da ist dann die Zielgruppe so ganz anders, als wenn man jetzt irgendwie auf Leipzig, auf der Leipziger Buchmesse oder auf der Frankfurter Buchmesse, erreicht man ja nochmal ein deutschlandweites Publikum, weil viele extra da anreisen, aber bei so lokalen Messen ist dann auch nochmal so ein besonderes Feeling. Ob sich eine Buchmesse für jemanden lohnt, hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Zum einen muss der Stand ansprechen, dann ist es natürlich davon abhängig, welches Genre du schreibst und welche Zielgruppe an diesem Tag oder an diesem Wochenende dann dahin kommt. Ob, wenn ich Dark Romans schreibe, kommen viele Dark Romans Leser oder kommen eher Fantasy Leser, dann werde ich natürlich auch nicht so gut verkaufen. Und man muss extrem extrovertiert sein. Also man muss die Leute direkt anquatschen. Wenn ihr am Stand vorbeikommt, musst du sie direkt anquatschen. Weil wenn du mit ihnen ins Gespräch kommst, werden sie auch sehr wahrscheinlich was von dir kaufen. Aber das kann halt auch nicht jeder. So. Ich würde sagen, ich bin ein extrovertierter Introvert. Also ich bin ein sehr introvertierter Mensch, aber wenn ich in solchen Situationen bin, kann ich das sehr gut überspielen. Also ich kann dann sehr gut aus mir rausgehen und sehr gut auf Menschen zugehen, und das ist dann nicht irgendwie gespielt oder so, aber ich hole dann quasi das Maximum an Meli raus. Aber danach fühle ich mich dann auch nicht gut, sondern ich fühle mich dann wie ausgesaugt. So, und das soll jetzt nicht irgendwie negativ sein. Ich habe mich über jeden gefreut, der mich am Stand besucht hat. Es haben mich auch sehr viele Zuschauer besucht, was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Aber man muss da einfach sehr krass ein Power-Level haben, um halt irgendwie ja die Leute anzuziehen und dann halt auch zu verkaufen. Nochmal zu unserem Messewochenende. Also wir hatten halt einen super guten Stand direkt am Eingang von der Messe. Also man hat uns direkt gesehen. Wir hatten auch einen sehr schönen Stand. Also wir haben da sehr viele Komplimente zu bekommen, ohne jetzt irgendwie arrogant zu sein. Aber wir hatten schon einen sehr schönen Stand, der die Blicke angezogen hat. Und wir hatten einen doppelten Stand, weil unsere Nachbarin ist krank geworden und die hat uns ihren Tisch überlassen. Also es waren sehr viele glückliche Zufälle. Und es waren auch einfach sehr viele Dark Romans-Leser da. Also Dark Romans ist gerade so ein Genre, das einfach im Trend ist. Und ja, also läuft halt, ne? Wir haben 133 Bücher verkauft und hatten da alle Kosten wieder drin. Also wir hatten ja die Anfahrt aus NRW, also ich aus Frankreich, aber von Mel aus dann aus NRW mit Übernachtung und Standmiete und so, wobei die Standmiete bei der Buch Berlin recht günstig ist. Also wir haben für 2 Tage 250 € Standmiete bezahlt. Das ist bei anderen Buchmessen anders. Also es kommt natürlich darauf an, zu welcher man fährt. Kleine Buchmessen sind immer ein bisschen günstiger, aber LBM und FBM sind immer sehr, sehr viel teurer. Und ja, also wir hatten alle Kosten wieder drin und wir haben auch unsere Kosten, die wir hatten, eigentlich verdoppelt. Also bei uns lief sehr, sehr gut. Ich habe mich aber auch mit Kollegen unterhalten, bei denen halt nicht so gut lief. Und ja, da hängt das dann halt wieder. Also es hängt auch ab, welchen Stand man hat. Also bei der LBM und FBM kann man mitentscheiden, ungefähr, wo man steht. Aber bei der Buch Berlin war das einfach random. Also wir hatten überhaupt keinen Einfluss drauf und das ist dann natürlich dann auch einfach Glückssache viel. Und ja, also wir testen, wie gesagt, nächstes Jahr noch die Buchpassion in Köln aus. Die Buchpassion gibt es auch noch an anderen Orten, in Frankfurt, in Bremen. Also die wandert so, sie hat mehrere Standorte. Aber von der Buchpassion in Köln haben wir sehr viel Gutes gehört, deswegen testen wir das nächstes Jahr aus. Und wir würden natürlich auch gerne irgendwann mal auf die LBM gehen. Aber nicht nächstes Jahr. Aber das ist halt nochmal eine andere Ausnahme. Also die Frankfurter Buchmesse ist die größte Buchmesse Deutschlands und die ist natürlich auch am teuersten, was dann die Standmiete betrifft. Und ich habe die Quadratmeterzahlen nicht im Kopf, aber bei der Leipziger Buchmesse kostet so ein kleiner Stand, also wo man als Einzelperson oder viele teilen sich die ja auch, so oder so ein Eckstand oder so eine kleine Box, da kann man schon so mit 1.500 € für 4 Tage rechnen.
Und das ist halt schon viel. Gerade man muss dann ja auch noch die Anfahrt mit einberechnen, dann die Hotelübernachtung für 4 Tage. Also es ist schon viel, was man dann auf jeden Fall wieder einspielen muss. Aber man kriegt ja halt eine Bühne, die man halt normalerweise nicht bekommt. Also ich hatte ein paar Autoren, die ich kannte, die auf der LBM dieses Jahr waren, also auch einer meiner Autoren. Und für ihn hat sich das mega gelohnt. Der hat sich einen Stand mit 2 anderen Autoren geteilt. Für ihn hat sich das mega gelohnt. Der würde auch nächstes Jahr wiederfahren. Und ich denke, es kommt sehr stark darauf an, was man daraus macht und mit welchen Erwartungen man auch hingeht. Also wenn man jetzt irgendwie dahin geht und sagt, ich muss 3000 Bücher verkaufen, dann ja, kann halt natürlich sein, dass das dann nicht so eintritt, weil das dann auch natürlich glücksabhängig ist und von deinem Verkaufsgeschick etc. abhängt. Aber wenn du dahin gehst und sagst, hey, ich möchte Sichtbarkeit für meine Brand, ich möchte Sichtbarkeit für meine Bücher, ich möchte gute Erfahrungen sammeln, ich möchte nette Menschen kennenlernen, dann wird man auf jeden Fall da was draus ziehen können. Also ich weiß auch noch, wie ich vor 4 Jahren bei dem Verlagsstand war und wir haben auch gut Bücher verkauft. Wir hatten nicht die Kosten drin, aber wir haben gut Bücher verkauft. Und das ist ja eigentlich auch im Endeffekt das, was zählt, dass man Menschen erreicht, die man normalerweise nicht erreichen würde. Ich persönlich würde auf eine Buchmesse auch tatsächlich nicht mehr nur als Besucher hinfahren, weil ich das Gefühl habe, dass sich das für mich in meinem jetzigen Stand nicht lohnt, weil die Menschen, die treffe ich auch so da, wenn ich dann Aussteller bin. Also dafür muss ich da nicht als Besucher hinfahren und die Anfahrt und alles, das lohnt sich für mich nicht mehr, da einfach nur noch als Besucher drüber zu laufen. Deswegen werde ich auf Buchmessen in Zukunft nur noch als Aussteller vertreten sein. Wie gesagt, nächstes Jahr auf der Buchpassion und dann vielleicht hoffentlich vielleicht dann auch irgendwann mal auf der Leipziger Buchmesse. Und ja, ich würde aber generell allen Autoren, die die Möglichkeit haben, auf Buchmessen zu gehen, entweder auf lokale Buchmessen oder auch auf große Buchmessen, würde ich das empfehlen, das mal auszuprobieren, weil es echt eine geile Erfahrung ist und man kann da echt auch gutes Marketing für seine Bücher betreiben und neue Leser kennenlernen, etc. Deswegen lohnen sich Buchmessen als Autor, ja, als Aussteller oder wenn man beim Verlag ist, dann, dass man da beim Verlag mit ist, dass man da eine Signierstunde hat, etc. Aber Buchmessen als Autor, wenn man das jetzt irgendwie wirklich für Marketingzwecke nutzt und nicht nur irgendwie fürs private Vergnügen, das lohnt sich auf jeden Fall. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal auf einer Buchmesse wart oder auch welche Buchmesse eure liebste ist. Hinterlasst gerne ein Like bei dem Video, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüssi!